Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von 7 Days to Die. Ja. Hier läuft irgendwo eine Wilde rum. Da ist sie. Die ist tot. Den machen wir auch noch weg. Wenn wir treffen. Jo. Dann können wir ja runter. So, ich habe ja hier eine Aufgabe angenommen gehabt. Was willst du denn jetzt? Treffen tue ich ja auch nicht. Ja, dann verpiesel dich. Treffen würde. Geht doch. Okay. Hier haben wir noch, in der Nacht habe ich da einen getötet, der da so rumfleuchte. Okay. Dann geht's mal los. Wo wir hin sollen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das machen soll mit dem Lenken. Wie gesagt, wir machen die eine Mission von ihr und dann gehen wir in unser Gebiet zurück. Mir gefällt es hier nicht. Fürs Erste. Hier gehen wir dann hin, wenn wir ein bisschen kräftiger sind oder so. So machen wir das. Und ich würde jetzt langsam auch gerne eine richtige Base bauen. Also eine richtige Base bauen, also eine richtige Base finden. Wollen, mögen. Das ist ja nicht so einfach. Überall sind Schäden oder so. Oder Zombies drinne. Ich dachte, wir vielleicht ein bisschen Honey. Aber war nicht. Wir müssen auch mal schauen, dass wir eventuell... Oh, das war aber knapp. Ja, die Kamera und Bellophane ist so. Ich kann es natürlich umswitchen, aber dann ist es genauso blöd. So. Oh je. Schauen wir mal. Fangen wir mal an. Naja, ich bin überladen. Das ist normal.
doch schneller. Ich habe ein Glück und ist da. Oh. Was haben wir ein schönes Eimer, was zum Lesen. Und haben wir Hunger oder so? Gib Gas, gib Gummi. So, wo muss ich denn hin? Hoppla. Radeln wir wieder zurück. Puh, hat ja geklappt. So. Keine Energie. Kann ich eigentlich das reparieren? Haben wir. Gut. Das ist auch alles voll, ne? Oh, ne. Gut. Weiter. Tatü, tada. Wie gesagt, mein Ziel ist es, wieder nach Hause zu kommen, also in unser Bio fürs Erste. Was ist das? Bruchsand. Okay, nimm mal mit. Was wir haben, das haben wir. Und dann ist irgendwie eine Base freiräumen, die wir ausbauen können. Ich weiß, da lag etwas. Haben wir schon ausgesammelt? Eingesammelt? Ausgesammelt. Sehr schön. Mal weiter. Ach, geh weg, du. Sie hat auch so einen Wohnwagen hier. Müssen wir uns mal merken, dass hier auch so ein Wohnwagen ist. Aber ich denke, je weiter man levelt, umso schneller. Brauchen wir was Vernünftiges. Aber notfallmäßig für eine Nacht wird das wohl schon gehen. Heftchen gesammelt. Ich glaube, wir haben alles. Das leer, das hat mit. Huch, hier Schlick auf.
So. Wollen wir ihr eigentlich auch... Hatten wir das schon alles so durchgeguckt? Nein. Ein paar Büchlein. Munition. Man kann nie genug Munition haben. Fülle mehr Munition im Beutel. Sehr gut. Dann lerne du so fantastische Gerichte. Zweimal. Und vom Heimwerker bis zum professionellen Handwerker. Gut. Munition kann man nie genug haben, das stimmt wohl. Wie gesagt, ich will eine vernünftige Base, weil wir müssen auch eine Schmiede bauen und so. Ja. Ich sammle mal alles ein und das, was jetzt noch unnötig ist, lasse ich dann hier bei ihr. Zweimal sieh dir unsere Bikes, Geländefahrzeuge und KKG an. Sehr schön. Zweimal. Wir haben auch Level Up. Ein paar Punkte wieder zu vergeben. Das machen wir natürlich auch gleich. Da fängt es schon an. Was lassen wir hier? Papier lassen wir hier und die Pillen nehme ich liebend gern mit. Plastik würde ich auch mitnehmen, aber es sind eh nur zwei. So. Hier ist sonst weiter nichts. Waffenmod. Juckerfrucht. Nee, das nur mit. Erstmal. Und können wir jetzt, können wir die mal verändern? Nee, ist nur für Pistolen. Nee, Stahlknüppelteile. Ich habe keine Stahlknüppel. Ja doch, ich habe einen Stahlknüppel. Ich habe den hier. Kann ich den verändern noch? Nope. Okay. So, da waren wir drin, da haben wir geguckt. Wir werden voll beladen losfahren. Ich sehe schon kommen. Aber ja, it's live. Ich weiß, dass es wohl Mods gibt, die das Inventar vergrößern. Aber nein. Ich habe mir jetzt nur diese Hood-Mod genehmigt. Ansonsten. Egal. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Dann halt das nächste Mal. Oh, Kartoffeln würde ich schon gerne mitnehmen. Kammelbrot findet man immer wieder. Kartoffeln sind selten. Bitte. Oh, noch was zu essen. Mmh.
Leben finden wir auch genüge, wenn wir graben. Huch, haben wir schon geguckt. Kühlschrank. Ja, wir kommen ja irgendwann nochmal hier hin. Von dem her. Ich will jetzt keinen Kopf. Gibt's neue Klamotten? Nein, im Stoff. Bücher. Armut ab. Sieh dir die neuesten Rüstungsdesigns an. Sehr gerne. Okay, komm. Genug. Gehen wir mal rein. Greetings, my friend. I'm sure. Don't spend it all in one place. But if you do, just make sure it's here. Fittingsmunition, Schmerz mit 9 mm Dietriche. Was nehmen wir denn? Schmerzmittel? 9 mm, ich habe noch keine Pistole. Also, kann ich da Inventar? Here's your pay for a job well done. Ich verkaufe hier irgendwas. Das nimmt sie nicht. Dann, was soll ich hier geben? Tierfett. Kartoffelsand? Nein. Stofffetzen. Maiskolben. Öl. Darf ich da Inventar? Jet, Stimpax, and now Radex? No, you got the wrong store. Schraubenfeder brauchen wir bestimmt. Das sind auch nicht alle. Was kann ich ihr denn verticken? Remember me, if you need medical supplies. Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Dann mach's mal gut. Bis zum nächsten Mal. So. Wo ist unser Fahrzeug? Da. Durst. Jetzt fahren wir zurück. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Schleichi. Macht's gut!
glaube hier entlang, ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt auch nicht auf die Karte zu gucken. Nee. Karte war hier. Völlig falsche Richtung. Ah ja, du mich auch. Schneller! Wir wollen nach Hause. Karte. Ich bin nein. Karte. Müssen uns mal einen Wegpunkt setzen. Hier. Zwei Kilometer. Also wird das heute wahrscheinlich nichts mehr mit naja, wir gucken uns die Briefkästen an. Da ist nichts drin. Weiter geht's. Fahren wir mal hier durch. Aufpasse. Ja, das liebe Ödland, das wird das nächste Gebiet sein, wo wir dann hinreisen werden. Ich bin voll. Hoch. Die Bäume sind immer auch im Weg. Mhm. 1,6 Kilometer. Man kann die Karte auch nicht mehr verkleinern, oder? Das ist schon happig. Naja. Oh, wieder durchs Wüstengebiet. Auch noch. Oh, einfach dran vorbei. Ich wollte das Kaninchen nicht überfahren. Ich wollte nur ein bisschen Gas geben, damit wir ankommen heute. Das wird eine lange Radeltour. Oh, ja, wenn, dann müssen wir auch gucken, dass wir ein anderes Gefährt haben. Weil mit dem Radel... Opa.
mal besser wieder feststellen. Ah, wir sind gleich da. Nur noch 700 Meter. Nur noch 700 Meter. Oh. Denn wenn das vor unserer Nase liegt, nehmen wir es natürlich mit. Was wir können. Oh, Knüppel aus dem Sack brauche ich nicht. Oh, Gott sei Dank. Aber den Knüppel brauche ich wirklich nicht. Nee. Ich habe meinen Schlag. Dinge. Nee, brauche ich nicht. Oh, weiter. So, wir bringen mal eben alles nach Hause, würde ich sagen. Ich bin wiederum mal am Überlegen. Ja, so schwer beladen können wir nichts machen. Wir bringen das erstmal nach Hause. Machen wir es so. Ausdauer. Ja, du mich auch. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Huch, Eingang. Erstmal uns entladen. Erstmal entladen. Sehr gut. Dann können wir mal hier aufmachen. Das auch. So. Vom Handwerker bis zum professionellen Handwerker. Wir sind für alle da. Okay. Das ist wieder Tactical Warfare. Okay. Haben wir jetzt 4 Stück von gekriegt. Kein Geld für Samen? Erfahre, wie du Samen anbauen kannst. Das war's. Okay. Das machen wir hier rein. Das Siftzeug machen wir dahin. Wie schaut's aus? Eine neue Waffe. Essen haben wir das. Okay, wir könnten ja noch. Spiegeleier oder so machen. Speck mit Eiern. So viel wie es geht.
Sehr schön. Das lassen wir mal so. Wir können ja trotzdem mal schon mal hier hingehen. Hallo sagen. Und vielleicht eine Quest annehmen. Irgendwas säubern oder so. Oder abholen. Okay, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Also Waggondiner, Aldus Kabinett, NFP. Nachts, aha. Look, Buckhead, I'll give you some work. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Das war so ein schwieriges Good luck, kid. Ich seh dich sowieso nicht wieder. Ich habe hier ja auch noch ein paar Sachen. Nein. Nein. Da. Na, was machst du denn, Kind? Ah, ich wollte die Waffe verkaufen. Schon was fertig. Dann kann man das schalten erstmal. Wer die Eiser nimmt. Or get lost. So. Oh, okay. You want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Bevor wir irgendwas weitermachen, wir haben 3 Punkte. Machen wir hierfür? Henker. Haben wir schon. Dummerchen. Können wir ja mal reinsetzen. Okay. Stärke. Mächtig. Fortgeschrittener Ingenieur. Schlösserknacken. Fahrtmechaniker. Okay, was war das gerade mit Zeitschriften? Ab wann kann man denn? Ja. Schmiede und so. So, wo müssen wir hin? Da hinten hin. Ist ja nicht weit. Das
Gebäude. Das heute Nacht Strom zu früh, da stimmt. Das ist für heute Nacht. Okay, das ist für heute Nacht. Dann wissen wir, was wir heute Nacht tun. Gut. Es sieht nicht so solide aus. Okay, wir kurven mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, warte hier in der Kirche. Gas. Wie gesagt, ich suche uns jetzt ein Häuschen, wo wir uns richtig niederlassen können. Hier werden wir nochmal die Horde machen. So, ein kleines Örtchen hier. Liebes Motor, ne? Ja, das ist mir zu groß. Das hier. Haben wir jemanden geweckt? Sollte schon was Stabiles sein, wo wir dann nicht sofort wieder weg müssen. Hoffentlich haben wir einen Honig. Es gibt ja mehrere kleine Gebiete hier. Ich wüsste jetzt nicht wo. Hundert sind sie durch. Da sind sie durch. Ein Faustschlag. Wie, ich habe keine mehr. Habe ich die vergessen zu Hause? Oder habe ich alle auf einmal verbraucht? Naja. Also eine Holzhütte kann ich nichts mit anfangen. Und richtig bauen
Ja. Ich müsste dann schon irgendwo sein. Also mir gefällt die Gegend hier. Oh, mein Fahrrad. Na komm. Fahr jetzt mal noch ein bisschen hier rum. Kommen wir noch in einem anderen Ort vorbei. Oh. Da liegt ja noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Lass mal weiterfahren. Erstmal weiterfahren. Auf an die Restarea, ja. 1200. Hallo, Darlene. Ja gut. Wir müssen das natürlich dann verstärken. Was hast du denn? Danke. So. Was haben wir denn Schönes? Wieder zwei Zeitschriften für Fahrzeuge. Dann können wir das mal öffnen. Dann haben wir hier Fahre, wie man aus alltäglichen Elektroteile macht. Zwei Stück. Wie man pieksen tut. Zwei Stück. Dann können wir das hier aufmachen. Oh. Wer hat schon Zeit, sich am Jagdgeschäft anzustellen? Ja, was ist das? Zwei Vergnügungsbremsen. Verändern. Kann ich das auch da reinmachen? Oder ist es nur... Nee. Okay.
Ja, es wird jetzt Abend. Ich kann ja mal auf die Karte gucken. In die Richtung. Kann ich eigentlich mit M? Okay. Habe ich was Neues dazugelernt? M wie Map. Ganz schön Autos, ja, aber ich bin schon wieder fast überladen von dem her. Ich wollte jetzt auch eigentlich nur gucken, ob es irgendwo noch ein Städtchen gibt. Mich auch. Hier ist auch ein Händler. Hier ist ein anderer Ort. Drive-up-Koffer. Es hat viele Fenster. "24 hours open." Ich möchte was Stabiles haben. Passing gas. Da ist eine Schule. Ja, nö. Schon gern was finden, aber mit einem flachen Dach, was ein bisschen stabil ist auch. Ich muss jetzt voran machen. Upp. Fire District. Bob's Boss. "24 hours BNG." Aber alles aus Glas. Oh. Panzerglas. Okay.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss mal jetzt ein bisschen Gas geben. Die Nacht ist hereingebrochen. Da sollten wir jetzt aufpassen. Denn manche sind ja wild. Und die sind dann ein bisschen gefährlich. Huch. Ja, ich vergesse immer das Lenken. Schon habe ich einen Hund an der Backe. Läuft er noch hinter mir her? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich habe mich jetzt total verfahren. Denn? Schauen wir mal, wo wir landen. Kilometer, bin ich so weit gefahren. Heidewitzka. String. Kapelle oder so. Oh, eine Schlange. Hab ich mich erschrocken. Swimmingpool. Die Mauern sind nicht die. Ich bin schon weg. Ich dachte, das wäre vielleicht zu. Ja, Lieben. Ich habe mein Traumhaus noch nicht gefunden. Am Anklopfen. Ein wilder Geschäftsmann. Okay, ich bin schon weg.
Ah, ein Self-Storage. Ja, ich würde sagen, da müssen wir wohl doch selber bauen. Das gefällt. Ich kann jetzt nicht hier stehen bleiben, oder? Ich kann schon hier stehen bleiben und im Park bin. Ihr Lieben, ich glaube, ich habe was gefunden. Das müssen wir uns bei Tageslicht aber anschauen. Das hier. Zu Hause. Okay. Ich muss jetzt die Nacht hier noch ein bisschen durchmachen. Wir werden am Tage noch mal hier hingehen. Und schauen, was da drinnen los ist. So, du hast Durst. Du hast Hunger. Fahren, vielleicht schaffe ich es noch. Aber ich denke, ich bin schon zu spät. Es ist 0.30 Uhr. Vogelscheuche. Für die Quest. Sah interessant aus, aber nee, ich glaube, wir haben unseres gefunden. Ich meine, hier gibt es auch in der Nähe ein Bob oder wie hieß. Ich würde aber erstmal sagen, ich bedanke mich. Na, sollen wir noch die Mission machen? Das dauert auch zu lange. Dann wird das eine Special-Nacht-Aktion, würde ich sagen. Ja, ja, der Hunger treibt. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Genau, dann gibt es halt zwei Folgen. Mein Herz. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, es wird dann. Ich bin zum dünnen Hirscham.
Ach, Mann, dann nicht. Was im Park bin. Ich habe extra schnell gemacht, bevor der da kommt. So. Also gut. Was ist der andere Hirsch? Was wollte ich den Part beenden? Was mein... Okay, ich bin weg. Das soll es erst wirklich gewesen sein. Ich denke, wir werden auch die Nachtmission nicht schaffen. Wir versuchen es mal im nächsten Part. Ja. Das ist so mein Denken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hab schon ein paar Mal gesagt. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wie gesagt, ich versuche es im nächsten Part dann hier. Weil es ist zum Clean, ne? Ob wir es dann zeitlich schaffen, es ist schon 2.40 Uhr, eine Stunde 20 Minuten. Ansonsten. Brechen wir halt mal die ab. Mal schauen. Da stehen sie auch schon draußen. Also, bis zum nächsten Mal. Adios.